Jo, moin Leute, ich bin's, Mr. Ganschen. Willkommen zu meinem ersten Let's Play Metin 2. Jo, ich spiele auch Metin 2, so wie das alle. Ich spiele auf dem Server 52 Fokus, normales Metin 2. Jo, ja, ich bin gerade hier Level 2, erste 1 Schluss. Ja, am Ende da. Ja, level mich jetzt hier gerade bis, ja, bis 55 circa. Ja, Level 45 ist, hab dafür 11 gehabt. TP und 572, ja, definitiv Level 42. Ich habe hier SK auf M4. Ja, versuche das bis G1 zu machen, bis Level ca. 50. Da ich schon so über und plus auch Militärgaul, Ding. Würde es weiter, keine Ahnung. Hocken, ja, Militärgaul, glaube ich, das, ja. Will ich machen, dass ich plus 100, das mit dazu habe ich dann 672 plus G1. Habe ich da 600, 700, ca. 730 Depth mit Level 50 circa. Und ja, das wäre schon richtig nice. Ja, das ist mein Main, das ist kein Farm. Ja, ich hatte mal Main Level 61, auch Körper, aber Körper finde ich zu low, einfach zu low. Der bockt ein Shami zum Buff Shami, das überhaupt hier spawnen kann, man hier startet alles. Ja, ich zeig dir noch gleich mein Equipment. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie viele Gruppen ich habe, ich glaube 8 Gruppen habe ich schon. Ja. So, mal schauen. Ja, ich habe schon. Ja, mit anderen Sachen würde ich schneller gehen. Ich habe schon einen Boom auf das Platz gefällt. Ja, das wird jetzt knapp, okay. Nein. Was wenn ich sage, ich habe ja dieses Medaillen hier. Ein Level zu niedrig. Ja. Eine schlechte Kiste, ne? Aber wenn ich mal Gips habe, dann ist es. Ja, ich zeig hier gleich mein Equipment. Ja, bei den meisten Equipment kann ich keine Boni sehen, aber bei den meisten, ja, lohnt sich nicht. Vielleicht nur bei meinem E9. Da könnte ich ein Ding reintun. Aber ja, vielleicht gebe ich vielleicht irgendwann mal 50 Euro aus. Ach komm, okay, schau, hier habe ich mein Rex plus 9 mit 28 PSS. Ich habe das kritischen Treffer. Ja, das sind ja Steine hier plus 3 plus 4. Dann hier E plus 9 blank. Hier DPP plus 9 mit 1,5 Gefisch. Nahensucht plus 4. Schutz 4 hat 3. Wer hat plus 4 wird eigentlich ideal. Noch besser. Oh, ich hab eine Post. Okay, dann muss ich hier. Zu die. Ach. Zu der Stadt. Ja, egal, ich sag nichts umbringen. Ja, hier, das sammle ich immer, dann kaufe ich immer bei diesen, ja, diesen Typen da. Moment mal, ich muss den gerade mal nicht ganz so. Ja, ich glaube, ich gebe mir jetzt ein Experience auf ihn. Ja, ich habe auch ein Thema mitgenommen. Es geht um Peter. Ja. Die meisten von euch zocken PC-Server, weil sie in diesem Spiel nichts erreichen können. Und das finde ich echt traurig. Dass ich, ja, ich habe auch mal, ja, ich habe auch mal PC-Server mal so gespielt, aber nach einiger Zeit macht es echt keinen Spaß, nach zwei, drei Tagen macht es echt keinen Plan mehr, weil das ist zu einfach, alles Upgrade, das ist einfach, das ist, naja, deswegen zocke ich auch gar keinen PC-Server. Vielleicht old school, die, ja, eigentlich nicht so sehr. Ich sag eher normal selber, macht viel mehr Fun. Hier muss man auch questen und so, und 5 Nein weit abwählen, dass man hier irgendetwas erreicht. Und bei PC aber, naja, muss man halt nichts können, ja. Deswegen kann es eigentlich jeder. Ja, und deswegen halt, so kein PC aber, es macht halt ganz Spaß, für mich halt. Ja, bei einem und anderen macht das Spaß. Besser zu zocken, wie gesagt, weil sie normalerweise aber nichts erreichen.
Und ja, und geben für Pizza aber noch Geld aus. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das Geld ist. Irgendwann mal wird eh Pizza aber irgendwann mal abgeschafft. Das ist sicher. Also vielleicht macht Medien 2 irgendetwas. Verklagt die oder keine Ahnung. Weil hier spielt jetzt kaum voll wenige Spiele hier. Für alle, okay, hier, 2 online. Aber sonst alle offline. Fast alle offline. Und damals war es viel voller. Deswegen auch diese Serverfusion. Ja, und deswegen Frage an euch, wie findet ihr P-Server? Würdet ihr nicht lieber haben, dass P-Server weggeht und dann alle normal Meeting 2 wieder zocken? Weil mit Meeting 2 normal hat sich nicht mehr erfahren. Wie damals, ich kann mich daran erinnern, vor 5 Jahren circa. Da gab es ja kein P-Server, da kommt P-Server. Und jeder hat normal gezockt, so Fun gemacht. Das macht mich immer Fun, aber halt mit sinnigeren Leuten. Ja, genau. Und deswegen, ja, ich zocke auf Phobos. Server 52. ja, falls jemand Bock hat, mir zu zocken. Oder eine Gilde zu gründen. Na, Gilde, ja, vielleicht Gilde zu gründen. Ja, mit denen würde ich auch leveln und so, aber du musst, ja, man muss auch gut sein. Also. So, jetzt hier noch ein paar Sachen. Hier 16k dafür. Dafür bekomme ich 39, also ist schon Kohle. Die meisten, ja, das kann man für 100k verkaufen. Also die meisten schmeißen sowas immer weg. Ich nicht, ich. Ja, 27k, das ist Kohle, das ist Geld. Weil sonst habe ich echt keine Ahnung, wie man das Geld dann so normal holt, vielleicht durch Hacken oder ich glaube, es gibt keine Hacks dafür. Also man muss halt kochen und Geld haben hier. 300k dazu bekommen. Weil hier nochmal. Jetzt habe ich noch den Kochen, glaube ich, ne? Und die habe ich noch plus 5, den brauche ich nicht, das ist scheiße. Hier mein 5-Action mit Vitalität plus 6, das ist besser wie Runde plus 6. Ich gebe dann noch plus 6 Steps dazu. Mein Ding hat 6 Tage noch. Ich weiß echt nicht, wie man die Tage verlängert. Schaut, Moment. Ich spreche ihn jetzt an. Können wir uns verbessern? Ja. Verbessern. So, mit was verbessern? Ja, verbessern. Mit Rolle der Evolution. So. Dann muss ich jetzt das da hier darüber ziehen. Und dann steht da, tut mir leid, aber du hast nicht die nötigen Reiterbauer umgeben. Um dein Mond zu verbessern, dafür solltest du mindestens den Kampf fertig setzen. Wieso? Aber ich will's doch. Vielleicht muss ich nur so Mutation. Moment. Ich mein Mond verbessert eine Mutation. Ich hoffe, es geht jetzt. So, Rolle der Mutation, weil ich habe auch eine Rolle der Mutation gekauft. Tut mir leid, du hast nicht die nötige. Ja, was geht da ab, man? Das ist vielleicht so ein bisschen. Okay, das check ich jetzt endlich. Ich habe echt keine Lust, dass die Tage. Ich habe beim ersten Medien 2, wo ich zerstört habe, habe ich gleich diesen Siegel bekommen. Und das ist 50 Deaths mehr, das bringt viel. Und mal schauen, wie viel ich ohne habe. 456 Runde. Ja, mein 5-Action stimmt deswegen. 520 ohne Ding. Und mit habe ich 570. Okay, das ist ein bisschen mehr. Also, wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung, wie man hier jetzt das hier upgradet oder so. Jo, warte, ich gehe mal einen Ortsteil abgeben. Stop, ja, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Ich glaube, ich gebe noch einen Ortsteil auf und dann soll ich ein bisschen was machen. Ja. Also, das reichen. Ja, ich werde auch öfter jetzt Medien 2 Videos machen, Let's Plays oder vielleicht upgraden. Vielleicht habe ich jetzt ganz viele DPG bis dahin und haben jetzt ganz viele Muscheln Ork-Zähne und dann mal schauen, ob. Aber es lohnt sich jetzt eigentlich kaum. Damals waren die plus 9 blank schon 80kk, jetzt sind sie nur 30kk, wird also es lohnt sich kaum. Ja, okay. Wieder so eine Teil Backenzähne, ja.
Ah, okay, ja, okay, ich habe auch Zähne. Ja. Ja, vielleicht irgendwann mal machen wir jetzt hier alle die Missionen, die ich jetzt hier nicht gemacht habe. Also ab Level 40 lohnt sie sich, habe ich gehört, hat mir mal einer gesagt. Ja, haufenweise Missionen, okay, da habe ich keine Lust. Könnte man irgendwie so überspringen, wie bei der Lostwelt. Kann man irgendwie einfach so überspringen. Muss man nicht das Ganze hier lesen. Okay, das nervt mal. Ja, ja, okay, ey. Weil diese Charakterin war schon Level 27. Ja, hart, die ist schon mal ein Farm-Charakter und ja, habe ich vielleicht so mental über. So, die Optik, komm. Du hast ihn. Nee, die Optik voll. Andere, die noch. Was? Na, okay, verfolgt, okay. Da muss ich noch ein paar andere. Warte. Ja, wenn ich jetzt plus 20 bekomme, dann habe ich dann 174 Speed. Nein, ich habe dann mehr. Ich habe dann 180 Speed. Ja, das passt. Ja, ich glaube, ich beende jetzt das Let's Play Making 2. Jo, falls ihr Bock habt mit mir, Phobos, Server 52 mit mir zusammen zu zocken, meldet euch einfach, wir können auch zusammen leveln. Wenn ihr buff seid, ist es noch besser. Ja, wenn ihr Bock habt, können wir zusammen leveln. Das ist, ab Level 30 solltet ihr schon sein. Könnten wir dann vielleicht zu 10 leveln, dann mache ich ein Let's Play. 5 zu 10 leveln, das ist, wird das richtig Hammer sein. Ja, ich freue mich schon auf eure Kommentare, wie ihr P-Server findet. Also meine Meinung ist, es ist nur dazu da, um also ich habe mir P-Server runtergeladen und habe dann mein Equipment so gemacht wie beim normalen Medien 2 und habe dann getestet, wie weit ich damit leveln kann. Also wie weit ich, ob ich SD1 leveln kann oder nur auch oder bei Orten. Ja, und das so habe ich gemacht und ich habe getestet, ich konnte schon bei SD1 Leveln diesen Equipment. Ja, genau. Und das ist nur so, ich teste dann noch aus, ob das sich lohnt, die Rüstung zu kaufen oder nicht und so weiter und so fort. Ja, nur sowas mache ich halt. Sonst zocke ich überhaupt nicht P-Server. Das ist überhaupt kein Fun für mich. Und ja, eure Meinung ist gefragt, wie ihr P-Server findet. Also, ein paar würden sagen, das ist geil und so. Aber Geld für P-Server auszugeben ist, naja, lächerlich. Und ja. Also, falls ihr Bock habt, mit mir zu zocken, meldet euch und bis zum nächsten Let's Play mit den zwei. Ja, genau. Bis dann.